Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NIO. Heute mit mir. Diesmal zu Gast Cedric. Mehr oder weniger aus der Not geboren, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Ne? Nee. Aber wir haben eben gerade Halo zu Ende aufgenommen. Und das ist mitten im Spiel, hat das aufgehört irgendwie, also mitten in der Storyline. Ja. Und dann saßen wir da und haben gedacht, ja, was sollen wir jetzt spielen so? Weil wir einfach gedacht hätten, dass es länger dauert, ne, noch ja. Das Spiel. Und dann haben wir uns kurzfristig dazu entschieden, dass wir einfach Nio von Fabian abholen, der hatte das bei sich zu Hause, und Nio weiter zocken. Ich hoffe, Fabian, ihr verzeiht es mir. Aber da haben wir jetzt gerade richtig Bock drauf, wir haben noch ordentlich Zeit. Und ich freue mich, dass du hier bist. Du hast es ja auch. Ja, ich freue mich auch, dass ich das mal anspielen kann. Ja, ich habe auch keine PlayStation 4, also. Also Win-Win-Situation, ja, oder? Ja, natürlich, für mich auf jeden Fall. Genau, und du hast es ja auch komplett verfolgt im Stream. Sehr, sehr schön. Und wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Beim letzten Mal haben wir uns ja bis zum Schiff durchgekämpft, haben dann die Tür geöffnet mit Fabse und hier steigen wir auch direkt mal ein, oder? Ja, ich versuche mein Bestes. Du willst direkt mal anfangen, ne? Ja. Hast du dich gerade noch schon ein bisschen so mit dem... Ja, so ein bisschen. Also ich weiß jetzt, wie ich ausweiche. Sollte schon hingehen. Ja, also du weißt auch mit Zentrieren, machst du in den rechten Stick rein? Stick hier. Aber vorher muss ja auch erstmal ein Gegner in der Nähe sein. Da vorne, ja. Die Frage... Jetzt. Mit X? Nee, hinten rechts. Sauber. Ja, gleich Headshot. Erster Schuss, gleich ein Treffer. So muss das sein. Aber mir ist gerade doch was aufgefallen. Ja, willkommen zurück, liebe Jenny, du Fremdgeherin. Ja, da kannst du ja natürlich looten. Richtig. So. Wollen wir mal gucken. So, wenn man ins Mikro schmatzt, ja. Ich habe das Kaugummi rausgenommen. Auf Bitte von Jana. Wir gleich ein neues. Ja, in den Häusern waren wir in der Tat noch nicht. Anscheinend von der anderen Seite zu öffnen. Okay. Oh, da ist einer. Dein erster Kampf. Mhm. Oder willst du mit Bogen? Nö. Frage, wollen wir mit der Axt oder mit der Katana? Ich werde wohl mit der Katana weiterspielen, du kannst dann ja weiter auf die Axt gehen. Genau, wow, sauber! Ich habe schon mal, also mein Ziel ist erreicht, ich habe einen Gegner getötet, ohne zu sterben. Ja, ja Jenny, wir haben jetzt vielleicht keinen Max, aber wir haben einen Rufen und einen Cedric hier, das ist ja wohl Grund genug, richtig, oder? Zudem solltest du mal vielleicht deinen Namen wieder ändern, damit du weiter Punkte sammelst, denn das wird sich auf jeden Fall lohnen. Du bist ja auch fürs Erkunden, ne? Oder ich switch das nachher um mit den Punkten, sodass du da keinen Verlust hast. Ich kann die Namen ja dann umswitchen. Aber das mache ich auch nur für dich, Jenny. Ja, jetzt. Sauber. Der ist auch ein Bogenschütze. Auch ein Headshot. Alter Schwede, ey! Hier, der Sniper. Uns kannst du nicht. Also, zumindest mit deinem Bruder, ey. Das wäre ein bisschen hart. Alter, was ist mit dir los? Easy! Der rennt hier durch und der lacht sich wahrscheinlich schlapp, was wir gestern den ganzen Tag hier gemacht haben, oder? Also das wird heute Abend eine richtig heiße... Warten wir mal ab, ne? Ja. Warten wir mal ab. Ah, okay. Ich switche die Punkte gerne um, das ist kein Problem. Das kann ich gleich, gerne machen, wenn du möchtest. Wo ist eigentlich Angelo? Der kann doch zumindest mal supporten und den Chat anlassen, oder? So, jetzt Boss-Time, jetzt verreck ich. 5 Minuten am Spielen und dann... Ja. Ich sag doch Boss-Time. Boss. Ah, das ist mein Janine vorhin. Ja.
Oh ja, ich werde sterben. Oh, 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 nee, so nicht, mein Freund. Was ist denn los, liebe Jenny? Nein! Versuch gerne nochmal. Ich stelle mal eben für Jenny die Punkte um. Uiuiuiui. So, Jenny, jetzt versuch nochmal bitte deine Punkte Ausrufezeichen Points. Ja, das wird jetzt immer unser Weg sein, jetzt wahrscheinlich für die nächste Stunde. Mhm. Die Punkte hast du wieder, aber die Stunden halt nicht. Die kann ich dir nicht wiedergeben. Ah doch, die Stunden kann ich dir wiedergeben. Jetzt soll ich nochmal den schrecklichen Boss versuchen? Ja. Okay. Hat ja schon mal super geklappt. Häng hier im... ja! Ich hing fest, ich konnte mich nicht bewegen. Ach so, ja, dann mach nochmal. Ja, Jenny, jetzt mach nochmal das Ausrufezeichen Points. Von wegen, läuft doch gut mit dem Kerl. Ja, wünsch dir gleich viel Spaß bei dem Boss. Nein, du musst jetzt erstmal da weiter. Trinkst du auch Mate, oder? Hm? Mate trinkst du nicht? Nee, trinke ich nicht so gerne. Weißt du? Okay. Bin ich natürlich... Ich drück doch nach oben hin! Komm, auf jeden Fall nicht klar. Ja, jetzt... Hier. Okay. Dann macht Papa mal wieder. Ja. Papa darf wieder. Ich habe dir nebenbei jetzt auf der einen Seite noch die Flammtalismane gebunden. Die Waffenverzauberung. Wo? Wenn du nach links drückst. Ah, da, ja. Entschuldigung. Kannst ruhig auch wieder auf deine Axt wechseln, ne? Was? Denk mal, du bist auf mittlerer Körperhaltung.
Oh, oh, da vorne ist ein... Ja. Können wir schwimmen? Weiß ich nicht, versuch's. Irgendwie muss ja da rankommen, ne? Sehr schön! Ja, in 20 Minuten ist wieder... Um 10 Uhr muss der Pascal mit dem Hund Gassi gehen. Oh. Dafür gibt's demnächst einen eigenen Titel, ich sag's euch jetzt schon. Wo kommen wir denn eigentlich hin, wenn wir hier um 10 muss der Hund raus? Ja. Oh, optionaler Weg. Ich weiß nicht, was es hier gibt. Ich würde gerne mal nachgucken. Was? Ja, so eine Betstelle, kann das sein? Das sieht so ein bisschen aus, ne? Harakiri-Schwert. Was ist das denn schönes? Ja, eine Gebetsstätte, so wie du es gerade schon gesagt hast. Geisterstein. Was du noch nachgucken könntest, ihr habt das letzte Mal einen Beschwörerstein gefunden. Ja, das heißt, also was... Keine Ahnung. Banditenachs, wir gucken mal. Den Holzhammer habe ich gerade noch gefunden. Wo ist denn das Harakiri-Ding? Das wird ein Item sein. Wahrscheinlich kannst du dich damit umringen. Da oben, Beschwörerkerze. Okay. Okay, keine Ahnung, was die bringt. Da. Ah, okay. Naja. Wie gesagt, du kannst dich damit selber töten. Okay. Na gut, stellt jetzt keine... Keine Alternative für uns da, dementsprechend. Ich kriege hier mein Herz klabasper, wenn ich das jetzt spiele. Ich bin... Ich wünsche dir viel Spaß. Also ein paar Treffer konnte ich gegen den landen. Oh, da hinten im Haus. Ist auch das noch ist mal meine Seele, muss ich hier wirklich. Ich habe das Gefühl, dass Loot spawnen. Ach nee, das ist ja. Hm. Ja, die 150 Arme Ritter, die ich noch hatte. Ja. Geistersteinchen. Was sind da eigentlich Geistersteinchen? Da oben sind die doch. Ah, cool! Ah. Okay. Ja, ich versuche jetzt mal hier mein Glück. 750, 800 Amarita. Ja. Ist jetzt nicht so die Welt. Nee. Immerhin können wir nichts mehr verlieren. Da, festgehangen, oder? Ja. Und wenn du die Wände kommst, hast du im Prinzip verloren. Aber passt schon. Was ist das denn? Phase 2. Schick. Ah. Immerhin hast du ihn in Phase 2 gekriegt. Ich hab den... Ja, das war ja nur am Arsch kleben, am Popo lecken und dann... Ja, habe ich auch versucht, aber dann hat er mich umgehauen. Man muss einfach immer so ein bisschen mitgehen, ne? Also, ich meine, es ist einfacher gesagt als getan, aber... Aber gut. Ich finde den Sound geil. Ich habe nicht mehr Pfeile hier. Nee.
zum Dreieck machen müssen. So. Ausdauer. Zwei Pfeilleiste. Zweimal Headshot. Sehr, sehr schön. Mit einem Bossfight kannst du zum Beispiel Harakiri machen, theoretisch. Ja, aber du verlierst ja alle deinen Namen Ritter. Ah ja, stimmt. Ja, gut, okay. Ja. Dann bringt es ja auch nicht so viel, ne? Oh, ich habe ihn enthauptet. Ab und an haut man auch Gliedmaßen ab. Jetzt hast du einen frischen. Ja. Was ja. Verschwende du mal unsere. Hä? Prüfung. Die kriegst du doch immer wieder. Das ist ein Jutsu. Achso, ist ein Jutsu. Ja! Oh, es wird sogar angezeigt, wie viel mehr das Schaden macht, ne? Na komm. Drei. Hab ich gemacht. Ging nicht, aber. Scheiße. Okay, ich achte zu wenig auf die Ausdauer. Das ist bei der Axt sogar noch schwerer. Ja, dafür macht die aber auch mehr Schaden. Ihr habt ja hauptsächlich auf Axtschaden geskillt. Die macht generell mehr Schaden, weil die ist langsam. Ja, klar. Okay. So schnell geht das? Ja, ja. Das ist so schön. Da ist es. Und wie ja. Du siehst, unser Jutsu füllt sich halt ja auch immer wieder auf. Deswegen. Ja, ja, ich verstehe. Das ist so wie bei den Tränken bei Dark Souls. Immer ja. Wenn du ans Feuer gegangen bist, hat sich das auch automatisch mit aufgefüllt. Genau, die erste hier ist es. Hier kriegst du viermal Elixier oder was ist das da ist. Ja. Einen wunderschönen guten Abend, Darkness Ninjas. Ich hab doch Quadrat gedrückt. Passend zum Abend, passend zum Spiel, hast du den passenden Namen. Ja, läuft bei dir, Junge. Das bringt mir auch nichts, wenn ich die einfach so wegmetzeln kann, aber dann. Ne? Du hast jemand anders gepult hinter dir. Mhm. Ja, das war schon besser. Du kannst einfach durchlaufen, den da. Du kriegst ja so keinen Amrita, dementsprechend lohnt sich das nicht. Hier. Aber ich habe jetzt einmal Pistolenmunition gekriegt. Ah, okay, okay.
Ja gut, aber diese einen da. Ja und? Sehr schön. Ausdauer. Bin ich wirklich gut im Dodgen? Wow. Also wenn ich drei drücke, passiert gar nichts bei mir, wenn er zusammenbricht. Okay. Aber wenn du von vorne ran gehst, ist es deutlich effektiver, habe ich gerade gesehen, ne? Kann das sein? Was? Wenn man von vorne ran geht, ist es deutlich effektiver. Das kann ich durchaus annehmen. Allerdings ist er da auch weniger verwundbar. Also im Sinne von, da kann er dich besser treffen. Schon sagt, Angriffsmuster beachten, erstmal machen lassen. Oh, sehr schön. Geduldig sein. Das ist dann immer zu viel wollen, ne? Genau, sehr schön. Lass. Genau. Jetzt mach das mit der anderen. Oh, schade. Sehr schön. Genau, geduldig sein. Ah, sauber. Weg. Ach ja. Oh Gott, hat er eine Reichweite. Oh Gott, der nimmt eine Kugel! Junge! Okay. So ein bisschen wie Yukusuna oder Blanka, ja. von Street Fighter, oder? Ja, der wird ein bisschen fies. Ja, aber das ist ja an sich richtig. Man will immer viel zu viel. Ja. Deswegen, hastig, wird schon irgendwie passen. Aber das funktioniert genau, bei dem Spiel genau. Einfach nicht. Das rächt sich sofort, das Spiel. Ja. Da lag jetzt noch ein paar Pfeile. Motherfucker! Der Move ist richtig geil. Jo. Allgemein die Axt. Wenn du Geduld hast, was ich eigentlich gar nicht habe. Ja. Schade, nichts gegeben. Aber hier sind Pfeile. Gut! Ich empfehle dir auch, deine Waffe zu verzaubern. Das ist einfach extra Schaden. Wie viel Mal wir jetzt schon gestorben sind? Oft. Das war wieder dumm. Auch wieder dumm. Ah.
Das ist. Ah, oh Mann! Ich ärgere mich doch schon über mich selber, echt. Ja. Kenn das. Oh, the fuck! Mann, ich bin ausgewichen oder nicht? Nein, geh weg, 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 Mann! Ich hab einmal gedrückt! Ich hab einmal gedrückt! Ich hab einmal gedrückt! Na, ich... Machst aber einen Doppelangriff, wenn du einmal drückst. Oh, ich hab Schiss, ey. Guck, 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 guck. Komm, komm, komm. Jawohl! Nice! Oh, Alter, Loot, meine Pumpe, guter ey! Loot, guter Loot! Ey! Mein Herz! Jo, oh. Ey, der war. Muss man. Ja. Ja, schon, das Spiel, also das spielt sich gut. Wenn ich eine PS4 hätte, würde ich es mir holen. Alter, ja, Mann, das war richtig gut gerade. Oh, das war klar, komm wieder. Man ist so voller Adrenalin und ja. Vor allem, man weiß ganz genau, er hat nur noch einen kleinen Strich. Ja, und wenn ich jetzt verkacke, dann raste ich aus. Genau. Ja. Und alles nochmal und. Immerhin muss ich ganz ehrlich sagen, der Weg zum Boss, also von der Länge her vom Spawn, war echt fair gesetzt. So vier kleine Gegner, man kann im Prinzip einfach durchlaufen. Genau, theoretisch kann man das machen, ne? Oh, ist das episch. Das ist eine Kampfkette, ne? Ja. Sowas ist ja richtig nice. Puh. Alter. Puls ist auf 1080. Halt drauf, wir müssen halt mal drauf achten, mit was die skalieren. Was? Mit was? Hä? Die Waffen. Die haben eine Skalierungsrate. Wenn du gleich nochmal auf die Waffen gehst, zeige ich dir das. Okay. Da kommt mein Dark Souls-Wissen durch. Okay, wo? Warte. Oh, nee, das legen wir lieber nicht an, war oben die 81%. Oh ja, das sind da richtig viel Prozent, die dazu. Worauf gehen? Auf die Waffen. Hm? Deine Axt skaliert bei Einfluss von Angriff mit Körper mit D+, mit Stärke mit B+, und Ausdauer C+. Das heißt? Das heißt, wenn du Stärke skillst, dann bringt es dir am meisten, weil die halt mit B+ skaliert. Okay. Auf Stärke. Wenn du jetzt bei dem Katana mal guckst, was angelegt ist. Genau, das würde am besten mit Herz skalieren. Das heißt, es kriegt, wenn du Herz skillst, mehr Schaden. Ja, okay. Ja, das macht Sinn. Okay. Ja, und da muss man halt bei den Waffen auch drauf achten. Beispielsweise, wenn du dir jetzt mal die Nagi Kusarigama anguckst. Kusarigama, okay. Die skaliert mit Geschicklichkeit. Okay. Am besten. Das hätte ich jetzt auch so gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Das heißt, ihr habt ja viel auf Stärke gekloppt, ne? Mhm.
Wenn man jetzt beispielsweise ein Schwert findet, was dann auch auf Stärke skaliert, dann kann man das zum Beispiel noch als Zweitwaffe benutzen. Mhm. Wenn das gut damit skaliert halt. Verstehe. Okay. Ja, danke für den Tipp. Das, das hilft vielleicht mal weiter. Ja. Auf jeden Fall. So, ich hoffe, der hat gespeichert, die Sau. Sein Hund muss raus, 22 Uhr. Der ist schon längst weg, Jenny. Ja, der ist schon draußen wahrscheinlich mit dem Hund. Oh, da sind aber gut Zuschauer da. 10 Stück, ja. Auf jeden Fall. Nochmal vielen, 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 vielen Dank ja. für alle, die zuschauen. Es macht wirklich umso mehr Spaß. Achso, eine Katzin übrigens. Who are you? Das war natürlich noch fern. Foreigner? Your skill against Oni is impressive. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. Kebe. And you are? Kebe. Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down. In a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. No, Kitty! Door is breaking. Hat auch eine Schildkröte irgendwie unterm Hut oder so? Alles, der hat alles. Und das ist eine wandelnde Zoohandlung. Yeah. Mit der Vertrautheit, ja. Ich glaube, das ist eine Vermutung, bitte verbessert mich, wenn man 100% Vertrautheit hat, macht er auch erst 100% Schaden. Ich glaube, dass wenn man 100% Vertrautheit hat, die Skalierung ein Stück steigt. Okay, hast du es gelesen? B, nein, nein, habe ich nicht. Okay. Ich vermute das jetzt, von B auf B+ oder so. Ah. Sowas könnte ich mir halt vorstellen. Ah, okay. Das dadurch würdest du ja auch mehr Schaden machen. Der Herzbuben, wer ist dein Herzbuben? Oh, oh. Ich find es immer noch sehr schön, dass das Hattori Hanzo ist. Hattori Hanzo! Ja, Kill Bill, Hattori Hanzo. Kono kuni dewa ima, futari no samurai ga ha o kisotte oru. Hitori wa Hideyoshi sama o tsuida Ishida Mitsunari to. もう一人は我が主君、徳川家康様。わしは家康様から西国大名たちの調略を任され、この九州へ参ったのだ。ウィリアム、近頃巷には地味猛獰が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば、調略の好機となろう。案ずるな。あやかし騒ぎを追えば、お主の仇も現れよう。まずは、家康様に近しい隣国、豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。Ja, man erntet, was man sieht. Auch ein Spruch, den ich gerne verwende. Mhm. Wir haben jetzt Loot bekommen von dem, oder was ist das da rechts? Ja, davon aus, ja. Du kannst X wahrscheinlich hier drücken, ne? Kann nicht draufgehen. Ah, okay. Ja, super, okay. Ja. So, wir haben die World Map freigeschaltet. Das heißt, wir sind jetzt erst mit der ersten Mission durch. Und Sean, also Lord Ryu, verringert sich dann eventuell auch die Menge an Ausdauer, die verbraucht wird. Das kann natürlich sein, das wäre natürlich sehr schön. Vielleicht kannst du es ja mal googeln und dann uns dann Bescheid geben. Wäre sehr nett auf jeden Fall. Was, worauf zeigst du? Zwei Viecher vergessen. Zwei Viecher haben wir dann nicht gefunden. Mhm. Wir machen die Mission aber jetzt erstmal noch nicht nochmal. Nee, nee.
Aber das ist gut. Aber ich glaube, ich weiß sogar, wo die sind. Kannst du dich noch an den ersten Uni erinnern, der aufgetaucht ist? Da hattet ihr zwei Wege. Einmal durch die Tür und einmal da, wo so viele Leute gestorben seien. Ja. Und ihr seid durch die Tür gegangen, aber den Weg, wo viele Leute gestorben sind, seid ihr nie lang gelaufen. Ah, okay. Da könnte vielleicht noch einer sein. Okay, okay. Das können wir dann ja nochmal gerne nachholen. Als hätten wir hier noch den Tod der Banditen. Und hier hätten wir eine nächste Hauptmission. Ich würde sagen, das ist eine. Ach, das ist auch eine Nebenmission, die wir hier haben. Wollen wir eine Nebenmission? Wo, ach, das ist eine. Okay, Tod den Banditen meinst du, ne? Mhm. Missionsstufe 10. Welche Stufe sind wir denn jetzt? Weiß ich nicht gerade. Oder wollen wir erstmal in den Ausgangspunkt gucken? Weil hier ist keine Mission, aber vielleicht kriegt man hier noch irgendwas. Okay, das heißt. Ja, okay, mach erstmal. Ah, ach so. Ah, perfekt. Da kannst du Waffenschmied, Dojo. Und in Lager reingehen. Lagergegenstände oder so, die Fähigkeit wurde noch nicht freigeschaltet. Okay. Spiele in verschiedenen Untermodi. Ja, Dojo, was ist Dojo? Dojo? Dojo sind Tutorials. Okay. Waffenschmied? Waffenschmied? Gucken wir mal. Okay. Willkommen! Du siehst aus, als wärst du nicht von hier. Mein Name ist Tobe. Ich helfe in dem Schmieden meines. Okay, was auch immer. Kaufen und verkaufen. Ja, dann hau mal hier rein. Hier kannst du wahrscheinlich dein Gold ausgeben, wa? Mach mal verkaufen, bitte. Ich gehe auf kaufen, mach mal verkaufen. Also hier kannst du auf jeden Fall. Ja, das, was wir nicht brauchen, das kannst du ja. Ja, aber das kannst du doch auch für einmal Ritter ausgeben. Dann verkaufst nicht. genau. Du kannst ja mal gucken, was wir kaufen können. Vielleicht können wir uns ja deutlich verbessern. Ich denke aber gerade nicht so. Sieht nicht sonderlich danach aus, dass du das ja die Axt, die hast du glaube ich auch. Bei den Werten. Kann ich das denn irgendwie vergleichen? Nein. Das wäre ja jetzt noch sinnvoll. R2 drücken glaube ich. Nee, L3. Nee, R2. Ja. Also siehst du, die Axt ist nicht. Ich denke mal, das kommt auch durch die Vertrautheit oben rechts. Ich bin mir da nicht sicher. Du siehst ja oben, was der Statuseffekt ist, was wahrscheinlich die Vertrautheit auslöst. Dass du halt in der tiefen Haltung plus 14,3 Angriffsschaden machst. Lebensregeneration durch Angriff, Kralle. Also ich gehe davon aus, dass die Sachen dazugehören. Ja, ja. Ja gut, das muss man dann mal beobachten. Also ich denke mal, du kannst ja mal unter. Wenn ich hier das Katana angucke und dann hier, sehen wir auch wieder, das ist nicht so gut. Du kannst ja mal unter Ausrüstung gucken, vielleicht haben wir da ja was. Und du meinst, umso schwerer die Rüstung ist, umso unbeweglicher wird man dann, ja, ne? Hm. Ich weiß nicht. Gewicht. Ich finde gerade auch den Gewicht, also dieses allgemeine Gewicht nicht. Ach, da. Ah, das ist doppelt so schwer. Hm. Das ist ja mehr als doppelt so schwer. Man muss dann halt gucken, wie man da aus so einem Status Quo kommt, ne? Richtig. Dass man sagt, so das die Mischung zwischen. Genau, zwischen ich habe jetzt genug Rüstung und ich kann mich noch genug bewegen. Genau, genau. Da gibt es bestimmt diverse Guides im Internet oder so. Aber ja, wahrscheinlich. Das ist bestimmt sehr, sehr umfangreich dann. Das soll uns aber am Anfang erstmal nicht interessieren, denke ich. Kaufpreis 10.000, Buch der Reinkarnation. Ah, cool! Das ist Umskillen. Ja, sauber. Das müssen wir dann mal ein Auge behalten, weil ich glaube, wir haben schon jetzt nicht so die perfekten Werte, genau, die optimalen Werte für die Waffen. Vielleicht aber jetzt gerade geht's ja noch. Geht du bist ja mit deiner Axt trotzdem noch recht stark. Genau, genau. Gute Eisenbarren. Mhm. Okay. Gut. Ich bin aber erstmal wieder raus. Katana, okay, gehen wir auf Schmieden. Aber, ja genau. Schmieden. Vielleicht kann sie da ja irgendwas Schönes mitmachen. Das Schmieden, das könnte man übrigens auch bei Bloodborne machen. Die Waffen waren aber nicht immer so geil. Also es ist, wenn man auf eine andere Waffe gehen will, ganz nützlich, aber. Ja. Hier sieht man ja auch, die ist da nicht so versiert, die Waffe.
und das mal anguckst. 139 zu maximal 126. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier die ganze Screentime verschwenden. Richtig, das kann man ja alles off, sowas kann man ja offscreen machen. Genau. Aber schön, dass du hier später deine Haare auch verändern kannst. Na endlich, Gott sei Dank, wir können, ja. Gut, dann gehe ich hier mal wieder raus. Bis bald, du hättest auch einen Dialog führen können, aber ist auch jetzt mal egal. Ganz ehrlich. Genau, was heißt jetzt Schreien oben? Ich gehe davon aus, dass das Steigung eine Stufe aufbringe. Ah, genau. Wollen wir das erstmal eben kurz machen? Weil wir haben dann noch am Rita 5400. Ja. Wir müssen auch in den in die Ausrüstungsgegenstände gehen und Geistersteine zerbrechen. Da kriegen wir am Rita nämlich für. Dann können wir noch mehr aufskillen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal in eine Mission, dann starten wir ja so und so am Schrein, glaube ich. Genau, hoffen wir es. Genau, gucken wir hoffen es nochmal. Wollen wir dann, ist jetzt die Frage, wollen wir jetzt die Nebenmission machen oder? Lass uns erstmal eine Nebenmission machen, oder? Okay. Ein bisschen leveln. Das ist jetzt eine Nebenmission da oben. Tod den Banditen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die. Können wir gleich nochmal nachgucken, was wir gerade noch so gekriegt haben? Genau. Weil ich glaube, da war eine Fernkampfwaffe dabei. Das ist schon ziemlich geil gemacht, ne? Also ja, geht auch doch, irgendwie gefällt das. Wenn ich mir irgendwann mal eine PS4 hole, was ich auch noch geplant habe, weil ich ja die ganze Kingdom Hearts Serie haben will. Okay. Ne? Ja, schade. Ich denke mal, da muss man dann in englischen Foren stöbern oder so. Vermutlich. Kannst du schreien auf jeden Fall? Ach, brauche ich ja jetzt auch gar nicht, ne? Erstmal gehst du in deine Ausrüstungsgegenstände. Aber es hat mir schon mal ein paar am Ritter wehgegeben noch. Wie gehe ich denn in die Ausrüstungsgegenstände? Genau, in der Mitte. Nee. Hey, das nicht da? Genau. Jetzt unter Ausrüstungsgegenstände, genau. Ne? Und dann die hier. Alle benutzen, genau. Benutzen. Alle. Zack, alter Schwede, 9100. Alle 6, sauber. Nochmal 600 dazu, haben wir bei 9700 am Ritter, haben wir jetzt. Ja. Die können wir schön in Statuspunkte investieren. Stufenaufstieg. Wollen wir das in Stärke hauen erstmal? Oder? Können wir machen, also das ist ja für deine Axt. Ja, dann du kannst ja auch die Axt, die ist auch schnell. Machen wir erstmal, würde ich sagen, gleich alles rein, ne? Okay, dann baller alles rein. Weil, ja gut, gibt 5 Angriffspunkte jetzt mehr bei dir. Guck mal, dann landen wir auch unter 70. Genau. Perfekt, das ist doch sauber. Das erhöht auch noch an. Und Leben geht auch noch ein bisschen hoch. Ja. Ja. Und was sind die Samurai-Fertigkeiten? Ich glaube Körper. Körper oder Herz. Nee, ich meine jetzt, die kriegen wir dazu. Aber wir kriegen Fertigkeitspunkte dazu, dann kannst du theoretisch da auch noch weiter skillen. Ja, genau. Perfekt. Nee, war schon noch. Nee, genau. Jetzt musst du wieder in das Menü reingehen. Select. Und dann hier auf. Das ist auf beide rein? Jetzt gegangen. Select ist quasi diese Fläche hier. Okay. Bei PlayStation. Ja. Und dann auf. Nee, ganz links. Also drittletzte links. Hier. Nee. Nein, das ist Anpassung. Das ist Erlernen, genau. Da gehst du jetzt rauf und dann gehst du mal oben auf Axt. Genau. Dann guckst du am besten selber eben. Ich guck mal eben selber eben. Ja. Ich versuche es. Ja. Kannst du mir nochmal eben das gelb leuchtende Getränk geben? Das gelb leuchtende Getränk? Ja. Oh, ich habe sogar das Light geholt. Ich halte es auch nicht in die Kamera. Die bessere Fanta, ich kann es jedem empfehlen. Ich habe die Light-Version geholt. Das war nicht meine Absicht. Ich habe nämlich noch eine normale da. Ich wollte die Light mal probieren. Die kann man trinken? Ja. Mir ist es nicht aufgefallen. Echt nicht? Nein. So. Samurai-Fertigkeitspunkte. Ja, das ist nur verfügbar, wenn die Axt in der Scheide steckt. Erhöht die Verteidigung auf Kosten der Geschwindigkeit. Das heißt R1 und dann halten. Ja gut. Magie.
Das muss man sich angewöhnen. Also hast du das verstanden mit denen? Warte. Nee. Wenn du zum Beispiel... Du musst hier oben gleich drücken, ne? Wenn du so schlägst und jetzt drücken. Siehst du das? Das hast du mit der Axt geskillt, ne? Nee. Okay. Hast du einen Cooldown drauf? Guck, da oben läuft ein Cooldown. Das ist nie, das ist ein Skill ist das. Ah, okay. Das ist dann, in der Zeit habe ich mehr Angriffskraft. Okay. Willst du als erstes weitermachen? Ja, dann knall ich eben. Aber dann probiere ich mal die Axt ein bisschen aus. Genau. Du bist jetzt in der Tiefenhaltung, das ist ganz praktisch. Ja. Und wenn du Dreieck oben gedrückt hältst, dann machst du jetzt diesen... Der ist ziemlich geil. Ein super schweren Angriff. Genau. Gut, dann gucken wir mal. Immer schön alles hier da kaputt hauen. Das ist jetzt eine Nebenmission. Was müssen wir da machen eigentlich? Gute Frage. Da hinten ist ein grüner Punkt. Das wird ja der Schrein sein. Genau. Links, genau, das ist der Schrein. Und da hinten ist ein Pfeil lang. Also gehen wir da hin. Dann gehen wir da lang, ja, genau. Ist gar nicht so langsam, ne? Bam, Junge. Geht. Sauber, ey. Kann man mitarbeiten. Also eine schön mächtige Waffe, da weiß man, was man an der Hand hat, weißt du? Für dich zumindest. Haha! Super Kombo. Oh, vielleicht mal. Okay. Ich bin mal lieber hier lang. Eigentlich wollte ich noch mal eben was nachgucken. Weil jeder Gegner ist Amerita, ne? Also da musst du dran denken. Ja, ja, klar. Aber... Ach. Ich wollte noch eine Sache nachgucken. Warte, die Gegenstände, ne? Ja. Ach nee, warte. Und zwar hier. Und dann hier. Das wollte ich noch nachgucken. Okay, die tauschen wir natürlich. Definitiv. Die macht ja so viel mehr Schaden. Ja, das war erlaubt, danach zu gucken, ne? Aber ja. Gut, ich gehe jetzt nochmal hier. Finisher! Aber wollen wir mal den Dicken schlachten? Also Flamme, Flammenschwert machen, ne? So, sauber. Jetzt ist er außer Atem, genau. Ja, perfekt. Sauber. Der war gut. Ja doch, die ist gut geskillt, die Axt. Ja, ne? Macht Spaß mit der, ne? Ja. Boah, die macht Schaden. Das ist... Das sieht jetzt alles hier viel düsterer aus, als wir es vorher hatten. Das ist schon ein ganz anderes Setting, ne? Das ist schon ein ganz anderer Schnack. Da hinten ist noch was Schönes. Genau. Das finde ich das Schöne an dem Spiel. Oh, da Gegner, hast du gepult? Oh, das ist schön ausgewichen. Das ist das Schöne am Spiel, du hast überall was zum Looten, überall... Oh, schade. Oh, hast du das gerade gemacht? Nö, okay. Automatisch, als ich zurückgegangen bin. Du hast ja gerade geskillt, dass wenn man ausweicht, dass das dann auch passiert. Ah. Und wenn ich jetzt im richtigen Moment ausweiche, also... Das hinzukriegen ist dann so eine andere Sache. Ja. Weil eins ist das wesentlich einfacher. Probier's jetzt nochmal eben. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich es auf jeden Fall aktiviert. Eben in Fight wahrscheinlich war das der Fall, ne? Ja. Da ist einer. Wollt ihr dir gerade Eckenliebe machen? Hashtag Eckenliebe.
Ich wollte gerade eigentlich noch meinen letzten Schlag machen. Dann ist mir aber aufgefallen, okay, meine Ausdauer ist nicht mehr so hoch. Lassen wir mal lieber. So, wo rennst du denn jetzt eigentlich hin? Wo ich hin will? Ich glaube, ich will hier hinter. Die damit Leiter hoch. Nach oben, weil da und war da noch Blut, ne? Ja. Ja, genau. Sehr schön. Ich möchte ja nichts liegen lassen. Nee, ist alles am Ritter. Richtig. Damit können wir denn schön leveln. Wir haben 1500, ist zwar nicht so viel jetzt, aber das ist einer. Schön. Uiuiui. Hast du was vergessen zu nehmen? Gar nichts vergessen. Okay, erstmal treten wir hier die unten. Genau. So. Dann, ach, die habe ich gerade. Oh, Gott. Ja, da warst du ja aber schon unten. Ja. Es ist, oben war auch nichts mehr. Sag das nicht. Aber da, wo der Typ runtergefallen ist, liegt noch Geld. Aber egal. Ja, scheiße, noch nichts. Das ist jetzt ja nicht so wichtig, das Geld. Gut. Das sind zwei, ne? Nee, einer. Wieder so ein schwieriger. Flammschwert, heilen. Drück doch Dreieck! Was auch, out of Ausdauer. Out of Ausdauer! Ja, es kann sein, dass sich das gemerkt hat, aber ich denke mal, das wird sich beheben, Jenny. Was denn? Bei ihr wird manchmal immer noch Ratten-Jenny angezeigt. Das siehst du, das System möchte unbedingt, dass du Ratten-Jenny wieder heißt. Ja? Ja, und dich nicht an meinem Namen orientierst. Hätte ich jetzt auch einfach... Oh. Ich denke mal, das ist nur eine Nebenmission. Ja. Böse Axtmann. Komm. Bam. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Okay. Nein. Und jetzt move, oder? Genau. Warte. Jo, das hat sich gelohnt. Ein Elixier haben wir gekriegt. Acht Elixier haben wir jetzt. Übrigens, wir können Punkte in Jutsus vergeben, ne? Wir haben unten einen. Ja, dann würde ich sagen. Komm damit nicht klar. So. War wieder hier, ne? Ich glaube, da war es nicht. Nee? Oder? Dann guck mal bitte hin. Oh. Das sind ja nur die Waffenpillen. Mhm. Das war es auch nicht, glaube ich. Das sind aber Fähigkeitsarten Jutsu. Aber wir haben halt nur einen Punkt und die kosten halt drei. Achso, okay. Nee, die kosten eine alle. Okay. Ja, eine. Hier zum Beispiel jetzt zwei. Wasser, okay. Blitztalismane. Wind. Es sind ja nur Elementwaffenverzauberung. Genau, wenn du mal da. Das sind Ninja-Kosten, hier. Die. Mhm. Ein Gifteffekt, sehr schön. Das ist eher sowas für die Statusaufhebung, ne? Ja. So. Was ist dieses Wasser? Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Bei den Siegeln hast du da vielleicht noch irgendwas? Siegeln? Geht das ja, du? Die hier. Da ist auch nur Waffen verzaubern gerade, ne? Ja. Was ist das? Okay. Ah. Cool. Kann ganz praktisch sein. Weissagungstalismane. Okay, na gut. Auch nicht so.
Feuer ist erstmal ganz in Ordnung. Ja. Na hier vielleicht, weiß ich nicht. Haben wir das nicht schon gelernt? Was? Das? Das untere? Nein. Nur das obere, dass du Schuriken hast. Da kriegst du Kunai. Die sind vermutlich ein bisschen stärker. Die sind schwerer als Schuriken. Versuche ich aber. Ja, lass es uns doch lernen einfach. Ja. Zack, hier. Kunai sind eh viel cooler. Haben wir jetzt Kunais? Nein, dafür müssen wir dann an den nächsten Schrein, können wir das dann umändern. Okay. Momentan haben wir doch die Schuriken. Okay, dann hier. Dann darfst du weitermachen. Die Frage ist, ob wir genug Punkte haben, um die anlegen zu können. Genau, hier seid ihr ja durch die Tür gegangen. Nach rechts ein ist einer. Das war so aus der Dreh, genau. Blocken kannst du übrigens auf L1. Ach, wer blockt, verliert. Das ist bei Mario Kart. Wer bremst, verliert. Heiliger Pinsel. Wir haben einen heiligen Pinsel gefunden. Gott sei Dank. Wir können jetzt eine heilige Mona Lisa basteln. Das ist gut. Was mich mal interessieren würde, ist, was passiert, wenn wir gegen so ein Ding kämpfen? Ich würde es jetzt nicht machen. Stufe vor. Nee, lass es lieber. Oha. Wir haben es ja einmal versucht, ich glaube im ersten oder zweiten Part. Das war nicht so geil. Und hier hättet ihr nämlich auch noch unterwegs sein. Blöder Axtmann. Fährmann. Also den kann ich. Da ist noch einer, Rechts eben. Links jetzt. Wenn? Jetzt rechts. Wo? Nach rechts. Ach da, oh Gott. Einer? Oder ist einer mit zwei? Ja. Jungs, warte mal kurz. Jetzt muss er auch drauf prügeln. Ist verbrannt, sehr schön. Sauber. Besser. Der nächste. Sauber. Das ist schon krasser, die Waffe, als die ja. Dinger, ne? Die Katanas. Liegt auch daran, dass es besser geskillt ist, klar, ja. Aber. Wenn man Geduld hat, ist sie deutlich besser, finde ich. Ja, da sind wir auch nicht runtergelaufen, ne? Genau, hier seid ihr nicht lang gelaufen das letzte Mal. Ja, das machen wir dann auch irgendwann nochmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier erstmal. Ne? Nee, du schmeißt mich da nicht runter. Na komm. Weg! Links ist noch einer gewesen. Da. Ja, das ist eine ziemlich geile Fähigkeit, wenn die anfangen zu fackeln. Nur leider ist die Waffenverzauberung ein bisschen zu kurz, aber. Finde ich nicht. Also soll ja nicht total OP sein. Das ist ja wirklich nur. Okay, war es jetzt in einer Gefahrensituation? Doch, soll OP sein. Lauf mal da weiter. Hier? Ja, ist da noch irgendwas? Kannst du kaputt machen? Nee, ne? Naja, aber vielleicht sieht man von hier aus ja noch ein bisschen was. Da vorne ist zum Beispiel jemand. Mhm. Da ist ein Rabe. Mhm. Da muss ich was testen. Oh, kannst du wirklich erleben. Oh, cool. Stein. Da drin ist auf jeden Fall irgendjemand. Da gehe ich auch von aus. Selbst wenn es nur ein Yuki ist. Nee, hier sitzt einer. Die haben aber auch deutlich mehr Ausdauer. Komischerweise. Vielleicht auch durch die Vertrautheit, so wie Sean schon sagte. Ein Reisamulett. Es kann auch sein, dass das weniger verbraucht. Wir wissen es nicht. Rechts um die Ecke ist gleich jemand, ne? Das weißt du. Ah, gleich. Hinterm Haus da. Guck aber erstmal hier. Da glitzert was. Glitzer. Meinst du die Vogelscheuche hier oder wie meinst du? Nein. Warte, rechts da hinterm Haus ist einer. Okay.
Will ich noch den anderen erholen? Sehr schön. Also der war ja... Easy. Frischfleisch war das ja, oder? Obwohl alles das ein stärkerer war. Ja. Oh, da sind zwei drinne. Oh, ein dicker. Ein ganz, ganz dicker diesmal. Hinter dir? Ja. Wer ist jetzt geschnallt, wie ich... Alter! Da kam ich nicht mehr raus aus der Kombo. Also das, ja. Das war... aus der Kombo? Keine Ahnung. Also wir sind, denke ich mal, noch ein Weilchen da. Ja.